Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Ich werde gesprengt in Minecraft. Immer noch in der Live-Aufnahme, die immer noch live ist. Und immer noch vor Live-Publikum quasi. Das letzte Mal haben wir uns auf Höhlentour begeben, um Kohle zu finden. Viel Kohle habe ich bisher nicht gefunden, aber eine Schlucht, die mich durch eine Creeper-Attacke fast in den Tod gerissen hätte. Und ich habe es gesehen das letzte Mal, dass da hinten eine Fackel hängt. Und jetzt will ich mal schauen, ob ich die gesetzt habe oder ob dahin irgendwas anderes ist. Das wird mich jetzt echt mal interessieren. Schauen wir mal, ob ich da einigermaßen am Stück hinkommen werde. Ich werde auf dem Weg selbst noch ein bisschen Fackeleien setzen, damit ich hier nicht wieder von irgendwas angesprungen werde. Der Creeper hat mich ein bisschen fertig gemacht das letzte Mal. Der da einfach mal so stand und gesagt hat, ei! Und dann sich gedacht hat, ja, bumm. Während ich allerdings auf dem Weg hier nach vorne bin, kann ich natürlich die Kohle hier mitnehmen, denn dafür war ich ja eigentlich hier unten für Kohle. Und was mache ich? Nix. Rumeiern in irgendwelchen Schluchten, mich von Creepern sprengen lassen. So, gucken wir doch mal. Wird gerade gefragt im Chat, ob ich Shadow Hearts kenne. Und ich kenne die Serie tatsächlich auch, wenn... Hey! Auch wenn ich bisher nur Shadow Hearts 3 gespielt habe. Aber ist eine grandiose Serie. Gefällt mir sehr gut. Ist wirklich schön gemacht. Ist mal was anderes auch von der Story her. Und hier war ich definitiv schon. Hier war ich schon. Wo komme ich denn da raus? Meine Güte, wo bin ich? Schauen wir mal, dass wir da oben das Wasser stoppen. Dann kann ich mich hier ein bisschen besser fortbewegen. Und mir ist mal so ein Plan der... Moment. War das nicht da, wo der... Hä, wo bin ich? Ah, ich finde nie wieder zurück. Erstmal das Wasser weg. Das hat jetzt erstmal oberste Priorität. Denn das geht mir gerade richtig auf den Zünder. So. Wuhi, yay. Wasserrutsche. Blablabla. Woo. Blablabla. Und ich kriege gerade den wundervollen Hinweis, dass ich in einer Höhle bin. Super. So, ich habe hier aber irgendwo noch Kohle gesehen. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Aber die will ich haben. Also, ich möchte die gerne haben. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Ah, da oben. Und da oben. Und eigentlich überall. Denn so selten ist Kohle an sich nicht. Und trotzdem ist sie mir ausgegangen. Traurig, aber wahr. hey, da hinten ist auch noch Kohle. Hä? Wow, wo kommst du denn her? Na, was willst du von mir? Mensch, Mensch, Mensch. Da ist ganz viel Kohle für mich. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Nie, niemals nicht, nie wieder, auf keinen Fall, unter keinen Umständen nicht. Ei, aber egal, nehmen wir die Kohle mit. Selbst wenn ich hier unten elendig verhungern sollte, Hauptsache ich kann sagen, ich habe viel Kohle gesammelt. Ey, ist aber auch ein Mörderkomplex. Alte Weisheit, nimm immer die Kohle mit. Ja, finde ich auch. Wo komme ich eigentlich da raus? Ach, jawohl. Quasi genau auf der anderen Seite. Naja, das ist mir ein bisschen zu blöd, das da unten aus dem Eck jetzt raus zu friemeln. Aber da oben, das sieht ganz interessant aus. Mir gehen auch langsam die Fackeln aus. Ich glaube, ich will mich demnächst wieder auf den Rückweg machen. Und erstmal den Rückweg finden. Das wäre vielleicht erstmal so der Grundplan, würde ich mal sagen, wollen. Eieieiei.
So. So. Ah. Prima. Jetzt können wir mit der Eisenspitzhacke endlich arbeiten, da die Steinspitzhacken kaputt sind. Dann geht das auch ein bisschen flotter hier. Eisen kriegen wir auch jederzeit wieder her. Das ist ja jetzt auch kein seltenes Material. Nicht mehr, muss man sagen. Das war mal anders. Das war früher in den alten Minecraft-Versionen, ist man tatsächlich relativ selten auf Eisen gestoßen. Mittlerweile ist aber quasi der ganze Untergrund durchwachsen von Eisen. So. Der Track hat gerade was so ein bisschen von Chill-Out-Lounge. Ich finde, der hat so ein bisschen was von 70er-Jahre-Disco. So. Achso, das ist gar keine Kohle. Naja, habe ich mich halt verguckt. Da oben ist so viel Kohle. Alles meins. Es wartet nur darauf, von mir abgebaut zu werden. Ich bin mir relativ sicher, dass mich gleich ein Lavastrom einfach erfasst und ich ähnlich verbrennen werde. Mit meinem gesamten Inventar natürlich. Alles andere wäre auch total lachhaft. Wenn ich schon verbrenne, dann bitte richtig. So. Was trinke ich denn für eine Müllermilch? Ich trinke am liebsten die Schokoladenmüllermilch. Die schmeckt am besten. Finde ich. So. Kriege ich noch einen dritten Stack Kohle voll? Auf die Schnelle? Oder mache ich mich auf den Rückweg? Da oben ist noch Kohle. Nehmen wir die doch einfach mal mit. In der Hoffnung, dass ich nicht gesprengt werde. So. Fragt auch gerade jemand, ob ich mal zu Gronkh in die Live-Show komme. Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil ich das selbst nicht weiß. Das liegt nur an meinem Chef. Wenn er sagt ja, dann ja. Wenn er sagt nö, dann nö. Oh, da vorne ist noch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Alles meins. Ich sollte echt einen neuen Kohlesong erfinden. Fällt mir gerade mal so ein. Ich sollte mir einen neuen Kohlesong einfallen lassen und damit Milliarden verdienen. Milliarden, I say. Oder 2,50 oder so. Keine Ahnung. Reicht für ein Essen an der Pommesbude. Muss man auch positiv sehen. Mehr Kohle. So. Ist doch ein Anfang, ja, finde ich auch. Okay, wir haben 3 Stacks voll, ein bisschen mehr. Das heißt, ich mache mich jetzt tatsächlich auf den Rückweg. Ich will hier nicht länger bleiben, als ich bleiben muss. Jetzt stehe ich natürlich nur vor einem kleinen Dilemma. Wo ist der Rückweg? Hey, da habe ich mich das letzte Mal schon rausgegraben, weil ich nicht mehr rausgefunden habe. Das ist ein gutes Zeichen. Hier war ich schon mal. Ich könnte mich ja jetzt einfach daneben weiter ausgraben. Oh. Scheiße. Schauen wir doch mal. Da lang vielleicht? Irgendwo muss es doch auch wieder nach oben gehen. Ja, immer nach oben. Das stimmt. Ist vollkommen richtig. Die Frage ist nur, wo genau geht's hier nach oben? Es geht hier immer nach oben und dann geht's wieder nur nach unten. Irgendwie werde ich da schon rauskommen. Bin ich mir relativ sicher. Wow, na, dich habe ich gerade noch gesehen, junge Dame. Das hier sieht mir alles
herzlich wenig einladend aus und das sieht auch nicht danach aus, als ob ich hier schon mal gewesen war. Jetzt schauen wir doch einfach mal weiter. Hier geht's auch nach oben irgendwie. Klettern wir doch hier mal aufwärts. Oh, Buddel, 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 Buddel. Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Der Weg ist auch schon mal falsch und ich sollte noch mal was essen. Wo geht's denn da lang? Achso, das läuft dann hier im Kreis, ja. Nee. Um Himmels Willen. Also es muss irgendwo in dieser Richtung definitiv sein. Denn da vorne ist definitiv kein Weg nach oben. Auf keinen Fall nicht. Wo würde ich denn da unten lang kommen? In ein Lavabad. Ist jetzt auch weniger angenehm. Also ich meine, so ein schönes Thermalbad hat schon was, ne? Aber, oh, oh, oh. Da geht's doch auch ziemlich weit nach oben. Gucken wir mal, vielleicht ist das ja sogar gleich der richtige Weg. Fände ich total gut. Zum Glück habe ich so einen ausgeprägten Orientierungssinn, der mich in eine Sackgasse führt. Das wusste ich natürlich und wollte euch nur die Sackgasse da oben zeigen, denn die war besonders eindrucksvoll. Da habe ich das Wasser versperrt und ich glaube, ich werde das mal zu meinen Gunsten nutzen. Ich habe allerdings keine Axt dabei, das macht allerdings gar nichts. So, aufwärts. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ah, da oben ist auch eine Fackel, das heißt, da war ich auch schon mal gewesen. Ganz besonders gassig ist die Sackgasse, ja, ja. Aha, okay, gut, hier ist nix. Hier ist gar nichts. Prima. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Wo komme ich denn da raus? Da hinten ist Licht. Immer zum Licht. Aha. Das ist die Schlucht. Oh, zum Geier, ey. Au. Ah, okay. Hier habe ich mich durchgegraben. Gut, 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 gut. Ich komme wieder zurück. Ich weiß, wo ich lang möchte. Aber finde ich immer noch geil, dass ich durch diese Riesenschlucht gelatscht bin und trotzdem noch irgendwie an einer Stelle rausgekommen bin, wo ich mich schon mal random hingebuddelt habe. Das finde ich schon sehr eindrucksvoll. Da oben. Ich will da hoch. Ich möchte hier nach oben. Glaube ich. Denke ich jetzt einfach mal. Hüp, 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 hüp. Oh, ganz viel Kohle. So, hier eine sichere Plattform. Da oben will ich hin. Ich will durch dieses Loch da. Genau da möchte ich hin und nirgendwo anders. Jetzt. Bloß keine Spinnen. Das kann ich hier nicht gebrauchen gerade. Oh, da wartet sie schon. Dieses Drecksbiest. Und kommt nicht durch, weil der Durchgang zu klein ist. Stirb! So. Wow, verdammt. Um Himmels Willen, ich will hier aus dieser Höhle raus. Hilfe! Da bin ich definitiv falsch.
Ich sollte mir wirklich Schilder für sowas machen. Gut. Schauen wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. Das sieht eigentlich ganz gut. Doch, das sieht. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Da habe ich mir die Holztreppe gebaut. Wir kommen hier wieder raus. Super. Ah, sehr schön. Ich weiß wieder, wo wir sind. Ah, oh, das ist ja wundervoll. Und da vorne ist der Ausgang. So. Da hoch. Ah, und es regnet. Ah, sehr nice. Frische Luft. Es regnet zwar, aber hey, frische Luft. Ich sollte die Höhle wirklich so langsam, aber sicher ein bisschen besser strukturieren. Das macht sonst irgendwann keinen Sinn mehr. Aber naja, noch geht's ja nicht. Noch geht's ja. Hey. Gut, dann kann ich ja offiziell wieder auf Peaceful schalten, ne? Hat ja niemand was dagegen? Nein? Okay, wunderbar. Dann schalten wir doch mal wieder auf Peaceful. Ich lade mal mein ganzes Zeug hier ab. Obwohl ich so viel nicht gesammelt habe. Ich war ja wirklich mehr am Erkunden als am Sammeln. In einer Höhle wurde ich tatsächlich in Minecraft noch nicht gespawnt. Ich weiß, dass es einige Seeds gibt, in der man quasi direkt in einer dunklen Höhle rauskommt und erstmal von Spinnen zerfetzt wird. Aber, ansonsten noch nicht. Wieso nicht auf Hard? Weil ich nicht will. Erstmal die Rüstung ablegen. Erstmal ausziehen. Wir sind daheim, können wir uns erstmal frei machen, nicht wahr? So, Schätzelein. Huch, das war die Erzkiste, ja, das macht natürlich Sinn. Rüstung. Und da kommen auch die Waffen rein. Hi. So, Erze brauche ich erstmal nichts weiter, das lasse ich hier. So viel habe ich gar nicht abgebaut an Eisen. Hätte mit mehr gerechnet. Aber naja, macht ja nichts. So, Krams. Die Erde behalte ich mal. Die behalte ich auch, die behalte ich auch. Und das kommen die Kramskiste. Und das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Und die bleiben mal hier. Schön aufgeräumt. Meine Herren. Meine Herren. Das war spannend. Abonnenten-Specials, weil auch danach gefragt wird, mache ich nicht. Ja. Gut, gehen wir wieder zurück zu unserem Farmhaus und werden uns von diesem Abenteuer ausruhen. Ei. Das war nicht schön teilweise. Nicht schön. Ei. Ich bin echt fertig. So. Dann würde ich aber sagen, mit diesem Abenteuer soll es das erstmal für die Folge für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.